Hi, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und heute gibt es wieder eigene Flaschen und nicht nur Samples. Ja, was haben wir Schönes da? Erstmal danke fürs Einschalten. Aaron. Aaron, 14 Jahre. Ja, ich habe es in meinem Schrankvideo angedeutet. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich mit Aaron meinen Frieden geschlossen habe, sozusagen. Aber dazu komme ich noch. Aaron ist die einzigste Brennerei bisher auf der Insel Aaron und er baut 1991, offiziell in Betrieb seit 1995 und ja, eigentlich hat Aaron alles richtig gemacht. Die kamen, bevor dieser große Destillerie-Neubau-Boom losging, noch vor Kilhome, die auch noch rechtzeitig dran waren und hatten sich jetzt wirklich über die Jahre ein bisschen etabliert und inzwischen auch wirklich Whiskys mit Alter am Markt. Und dafür muss ich die Brennerei einfach mal loben. Es ist eine unabhängige Destillerie und sie hat von Anfang an relativ früh drauf gesetzt, auch wirklich eine Core Range mit Altersangaben zu machen und setzt immer noch darauf. Und wenn man bedenkt, dass Aaron bis vor ein paar Jahren wirklich nur auf zwei Brennblasen gearbeitet hat, haben die es wirklich geschafft, sich auch Fässer 18 Jahre auf die Seite zu legen, dass es inzwischen einen 18-Jährigen in der Core Range gibt. Und von dem her absolut Hut ab. Grundsätzlich muss ich sagen, von den Daten stimmt bei Aaron eh alles. Deshalb tat es immer weh, dass ich nie so ein rechter Fan von ihren Whiskys war. Sie färben grundsätzlich nicht, sie sind nicht kühl gefiltert. Sie sind vom Preis her richtig fair. Also man bekommt jetzt hier beispielsweise diesen 14-Jährigen für um die 35 Euro, wenn man die Augen offen hält. Und den 10-Jährigen bekommt man unter 30 in der Regel. Und auch der hat 46% und ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Er hat allerdings einen anderen Nachteil. Er schmeckt deutlich jünger wie die 10 Jahre, wo draufstehen. Aaron ist für mich mehr Insel-Whisky als jetzt ein klassischer Talisker. Da setze ich mich vielleicht bei vielen ein bisschen in die Nesseln, aber wenn einer von Inseln spricht, sprich alles, was nicht Isla ist, dann denken 90% der Leute sofort an Talisker, aber Talisker hat für mich da eine Ausnahmestellung, denn der normale Insel-Whisky ist nicht zwangsläufig wirklich getorft. Er muss einfach diese maritimen Noten haben und das hat der Aaron. Und was der Aaron auch hat, ist einen relativ sperrigen Brennereicharakter, der wirklich Alter braucht, um zu funktionieren. Das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, aber ich finde den Zehner unheimlich scharf, ingwerscharf, unangenehm kantig. Da helfen die schönsten Daten nichts, dass mir der Whisky schmeckt. Beim 14er hier sind wir auf dem richtigen Weg. Ich hatte vor Jahren ein Sample. Da dachte ich, ja, okay, den kann man trinken. Der hat mich da nicht so recht umgehauen. Und ich habe dann eben für 35 Euro diese Flasche hier gesehen. In übrigens geschmackslich sehr bedenklichem Lila. Sonst sind die Flaschen eigentlich wirklich schön mit dem Adler drauf geprägt und alles. Aber Lila? Leute, seid ihr sicher? Ja, gut. Lassen wir das, immer Geschmackssache, aber ja, jedenfalls habe ich den günstig gesehen, dachte, probierst du es nochmal. Wäre doch auch was fürs Video. Ich hatte ihn letztens angebrochen und habe ihn jetzt für euch hier dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Denn er hat mir heute besser gefallen, wie das, was ich in Erinnerung habe. Ist auch eine Sache, die ich auf der Whisky Base versucht habe, ein klein bisschen nachzuvollziehen. Auch wenn da Leute, was die Qualität angeht, anderer Meinung sind, von der Ausrichtung sind sich doch alle einig, dass der aktuelle 14er ein Tick runder geworden ist. Mir gefällt das, weil, ganz ehrlich, ich mag kantige Whiskys, aber da müssen sie das gewisse extra haben und nicht einfach nur kantig und unharmonisch sein. Und der hier, der hat eine deutlich größere Rundheit. Ich denke auch mal, vielleicht hat man da inzwischen einfach mehr 14 Jahre alte Fässer, um da wirklich gescheit pro Batch auswählen zu können. Aber ich rede schon wieder zu viel, ich sollte anfangen zu verkosten. In der Nase
habe ich hier so eine Ananas aus der Dose, Papaya vielleicht, so tropische Früchte. Die Ananas bringt einen säuerlichen Touch mit rein, die Papaya eher so was leicht angefault Schweres. Dazu habe ich eine schöne Karamellnote hier hinten dran. Wohlgemerkt direkt an der Nase Karamell, ein bisschen angebranntes Karamell vielleicht. Dann kommt ein schöner maritimer Touch rüber. Also ich habe so eine Assoziation von Salz und bisschen, ja, Sandstrand mit Kieseln oder so. So diese Spuren von Algen, Salzwasser, ein bisschen modriges Holz. Ja. Ein bisschen länger dran riecht. Dann kommt in der Nase hier auch eine leichte Schärfe durch, die so ein bisschen Richtung Ingwer geht. Und zwar so kandierter Ingwer oder so. Das hat ja auch einen ganz typischen Geruch. Und gerade wenn man das nimmt und diese Dosen-Ananas-Note erinnert es ein klein bisschen an diese süß-würzigen Noten, die man manchmal beim Asiaten im Essen findet. Ja, auf euch. Ich sag ja, das wird irgendwann auch zum Running Gag, dass ich huste. Ja. Mund ausfüllend, ja. Beinahe belebend, richtig prickelnd. Und zwar nicht nur auf der Zunge, sondern im ganzen Mundraum wirkt er relativ frisch, relativ ungestüm für die 14 Jahre. Allerdings nicht unangenehm. Er fängt mit einer leichten Würze an. Dann kommen diese Ananasnoten deutlich stärker raus. Dazu noch vielleicht sowas wie eine Dose eingelegten Obstsalat in dieser Pampe, diese Blechdosen, wo es da gibt, wo man auch auf Kuchen oder sonst wo drauf streuen kann. Inklusive einem Hauch von der Blechdose selbst im Aroma. Finde ich jetzt aber nicht mehr so unangenehm. Es gibt irgendwie so ein metallischen, aber nicht jugendlich metallischen Touch mit rein. Dazu eine eindeutige salzige Note, irgendwas leicht lakritziges und ganz dominant, das hatte ich bisher jetzt noch nicht erwähnt, auf der Zunge, kennt ihr diese Chili-Ingwer-Gummibärchen? Diese, wo aussehen wie so aus Bienenwachs gemacht und so richtig scharf sind und so einen Ingwer-Geschmack haben? Genau das habe ich hier drin. Und zwar ziemlich dominant. Hinten raus kommt dann ein bisschen das Karamell wieder zurück. Der Abgang ist gut mittellang. Er hat eine leichte Schärfe. Auch so eine leichte Chili-Note dabei. Allerdings setzt die früher ein, wie es jetzt beispielsweise ein Talisker macht, der ja wirklich hinten nachhakt und dann mit der Schärfe kommt, hat man hier bei diesem Aaron wirklich schon auf der Zunge eine relativ ungestüme, aggressive Note mit drauf, mit diesem Ingwer, mit diesem Chili-Touch. Und das Ganze ist aber trotzdem irgendwie aromatisch. Also ich finde es nicht beißend scharf, sondern würzig scharf, falls das Sinn macht. Ja. Im zweiten Schluck nimmt jetzt dieser Fruchtsalat ein bisschen mehr zu. Der Gaumen hat sich an diese Ingwernote gewöhnt. Sie ist da. Sie kommt jetzt mit etwas Verzögerung auch diesen Chili-Touch. Aber nicht mehr so heftig wie beim ersten Mal. Dafür habe ich jetzt hinten raus eine eindeutige Lakritznote und was Salziges mit hinten raus. Ja. Ich habe dann natürlich es nicht lassen können. Ich meine, er hat 46%, das ist eine schöne Trinkstärke. Und er gefällt mir so eigentlich auch relativ gut, gerade wenn ich den Preis mit reinrechne.
Also er ist von Charakteristikas nicht unbedingt jetzt mein. Den muss ich sofort haben, Whisky, sondern eher auf der Seite, ja, ist interessant, schmeckt lecker. Aber wenn ich den Preis mit reinrechne, dann sage ich einfach mal, das ist ordentliche Qualität und dafür eigentlich schon mal einen Daumen hoch. Ich habe damit rumgespielt und habe hier ein bisschen Wasser reingemacht. Und ja, in der Nase ist er jetzt viel, viel fruchtiger. Ich habe jetzt hier richtig heftige Bananen mit drin zu diesen Ananas. Also so faulige Bananen und Ananas. Ein bisschen Karamell hinten dran. Und so eine leicht zuckerwattige Note. Der Ingwer ist aus der Nase komplett verschwunden. Das Maritime ist leider allerdings auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wirkt so leichter, frischer, milder, vielleicht ein Tick sommerlicher. Am Gaumen, das Pfeffrige zuerst ist fast weg. Dafür ist er richtig ölig am Anfang. Und dann kommt die Überraschung. Dann setzt diese Ingwernote noch viel, viel extremer ein. Und dann habe ich beinahe einen richtigen Chili-Catch hinten raus. Ja, kommt so ein Hauch von einem Sherry-Fass mit durch. Ich denke, das wird zumindest das eine oder andere in diesen Batches mit drin gelandet sein. Ein bisschen Eichenwürze, auch ein bisschen trockene Eiche, nicht arg bitter. Es ist so eine Schokoladennote mit drin. Die spüre ich erst jetzt, nachdem dieser pfeffrig prickelnde Anteil hier nicht so stark ist, geht aber eher Richtung Milchschokolade. Aber dann fängt an, so diese Schärfe ganz langsam aufzubauen, so eine Mischung aus Chili und Ingwer und ich bin wieder bei diesen Gummibärchen. Und zieht so richtig hinten rein und hakt dann auch nochmal nach à la Talisker. Nur halt komplett ohne Rauch. Ja, er verändert sich relativ stark und ich finde auch, ich habe ihn jetzt noch nicht so lang offen, aber er hat sich auch schon nach Anbruch der Flasche relativ stark verändert. Weil das erste Probieren, da war ich auch noch ein bisschen skeptisch. Kann natürlich auch am Tag gelegen haben. Beim zweiten Mal, wo ich ihn probiert habe, dachte ich schon, oh, das funktioniert besser als erwartet. Und ja, für mich beginnt Aaron hier mit dem 14er. Ganz ehrlich, es stehen viele Leute auf diese Finish-Serie. Ich habe nicht alle probiert. Ich hatte einzelne davon. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Amarone schlecht wäre. Es ist ein okayer Whisky. Aber ganz ehrlich, man versucht mit 50% einen Nas-Whisky, der zu jung ist, einfach so drüber zu tanken, sage ich mal. Wir drehen ein bisschen den Alkohol hoch und gucken, dass die Fässer relativ gut sind. Und dann wird da schon keiner merken, dass der Whisky irgendwie unharmonisch ist. Und den Eindruck habe ich eben bei diesen Abfüllungen, wo ich probiert habe. Wer das mag, wer da drauf steht, so einen komplett ungestümen Whisky mit einem süßen Fass zugekleistet zu haben, der soll das Zeug meinetwegen trinken. Für mich beginnt Aaron hier. Und wenn es richtig gut werden soll, also wie gesagt, der ist gut. Es gibt immer noch eine Steigerung, wo ich sage, ja, wow. Es gibt wunderbare Single-Cask-Abfüllungen von Kammerkirsch. Kann ich nur jedem empfehlen. Die finde ich preislich auch noch absolut im fairen Rahmen. Da gibt es welche für 60, 70, vielleicht mal 80 Euro. Zwischen 15 und 18 Jahren kann man nichts falsch machen. Der 14er ist ein Einsteigertipp für Aaron. Investiert lieber diese knapp 10 Euro mehr. Kauft den 14er, lasst den 10er im Regal stehen. Es ist lobenswert, dass sie einen 10er als Einsteiger machen, aber er ist nicht gut. Persönliche Meinung von mir. Fangt mit dem 14er an, ihr habt was davon. An sich, ja, für den Preis absolut top Whisky. Ich finde ihn interessant. Sicher nicht vom Profil her jetzt unbedingt zu meinen Lieblingen zählen, aber sollte man mal probiert haben. Ich hoffe, das Video war interessant. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.